Hallo und die kommen schon! Scheiße. Die kommen hoch, Gigi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die kommen schon. Beste Idee. Je gemacht. Folge Battlefield 1. Ja, aber wir haben eine harte Verteidigung am Werk. Scheiße, ich hab mich selbst so. Ja, ich hab ihn. Fuck. Wir müssen die aufhalten. Ich kenne ihn in unserem Bunker. Sofort. Da können wir nicht rein. Nee, das Stau. Jener ist rein. Stau hin und weg. Brauchen Granaten und Versorgung. Werf alles rein, was du hast. Mit Panzerbüchse. Gib doch die Scheiße. Bei uns stehen ja mit Panzerbüchse. 10 Leute. Fuck. Hab Trupp ausgelöscht. Oh, Scheiße, ich bin tot. Hab aber ihn. Wir verlieren B. Wenn wir B verlieren, haben wir verloren. Das ist der einzigste Spot, den wir wirklich verteidigen konnten bis jetzt. Gedi, sterb bitte nicht und bleib in Deckung oder so. Nein, aber du warst gerade. Gedi, Gedi, warte, okay, warte, warte, warte. Ich geh in die Ecke. Nice, bin da. Wir halten das. Okay. Wieder rein und Granaten runter. Granaten runter. Kran sind unten. Alter. Ich werd die ganze Zeit von. Hab ihn erwischt. Die kommen von hinten. Von anderen Seite A. Die legen dort rum. Die fliegen. Die kommen von A. Die sind drin beim Bunker und B. Wie gesagt, die versuchen uns zu umgehen von A aus. Da ist auch ein Eingang zum Bunker hin. Wir müssen beide halten. Das geht. Ich muss bei dir spawnen, du Bob. Geh in Deckung. Ja. Ich lauf. Lauf doch nicht weg. Warte, jetzt bin da. Geh wieder rein. Einer kommt von A. Wow. Ist der tot? Panzerbüchse. Alter. Oh. Ich bin tot. Die kommen jetzt langsam in den Bunker, weil die jetzt auch von A kommen. Ah, erobern A. Solange wir mal A erobern, können die das nicht machen. Die verlieren dann immer wieder oben die Position und müssen wieder zu A erst rüber. Das bietet Vorteile. Und solange wir A beschäftigen, muss irgendwer wieder zurückgehen. Bietet auch Vorteile. Nachteil ist, dass unser scheiß Panzerzug genau auf der Strecke steht bei B. Komm, Granaten neue. Richtig neue. Alter Sturmsoldat, das ist richtig geil. Gerade. Ich hab seit Jahren keinen getötet gerade. Fuck, ich jag mich selbst durch. Ich hab mich selbst durchgejagt. Ich hab quasi zwei Automatikus aneinander geklebt. Ach, die kenne ich, die Waffe. Ja, die habe ich gerade. Wie heißt die denn? Eine, die ich nicht benutzen kann. Sturmsoldat. Also ich habe die noch nicht gut genug gemacht dafür. Wie verbessert man nochmal das Level beim Sturmsoldaten? Nee, du den Sturmsoldaten sagst. Ach nur, ich dachte sowas Spezielles wie zum Beispiel Ausrüstung, zum Beispiel Munition beim Typen. Sunny sein beim Sunny. Und Granaten rein. Ich brauche hier irgendwie Versorgung, sonst. Die umlaufen uns. Die wollen drüben bei Dings kommen. Um A rum. Granate, fuck, 68 live. Wir brauchen mehr Munitionsleute. Finde ich. Gas. Wir werden vom Berg aus beschossen. Spawn bei mir. Ich bin in Deckung. Die kämpfen so, das ist. Ich hab seit langem keinen mehr gefühlt, man. Nicht mal ansatzweise. Du kannst bei mir spawnen, ne? Also, ich glaube, ich kann das auf Battlefield langsam nichts tun kann, weil das so viel zu viel ist, das Kacke. Das ist Cake. Und ich bin wieder tot. Wieder tot. Ich spiele schon mit den neuen Waffen. Ich hab Kenny gekillt. Das war Kenny, den ich gefickt habe mit dem Ding. Ich hab dich auch schon gekillt. Wenn du es einfach hörst, wieder tot, das ist einfach, man verreckt einfach so schnell, das ist einfach nur ein reingewipe. Ich hab schon da hingelegt und dann. Und hab alle weggeschossen, weil ich mich keinen Schwein gesehen. Das ist so sinnlos. Du rennst rein tot, du rennst rein tot. Du tötest eine, aber so. Das ist Battlefield. Naja, das ist Battlefield 1, das ist Battlefield über was anderes. Ja, in der anderen Battlefield ist immer. Wir müssten auf eine Map nehmen, die offener ist. Die ist halt eng.
Vor allem jetzt bei einem Bunker. Ist halt genauso wie beim Bunker bei B. Ach, ein Sektor. Wir haben noch drei. Das heißt, wir haben jetzt jeden, sagen wir mal, ein Ding aufhalten, haben wir es geschafft. Also ich weiß, die wollten wieder einen Weltkrieg haben und sowas älteres, aber ich finde das passt einfach nur zu Battlefield. Das einzige, womit ich gerade Leute kill, sind so Granaten und so. Ey, die werfen echt nur noch Armbrustgranaten und sowas. Du kannst nirgendwo irgendwie eine Front aufbauen, weil die einfach zersprengt werden. Es ist bei allen dieselbe. Es wird nur von Granaten weggebombt und bei uns werfen sie nur Granaten rein. Das ist dasselbe auf beiden Seiten. Okay, was machst du hier? Ich gehe wieder an dieselbe. Mit den Madison MG hier. Gammeln. Leute, das ist gut. Weil das ja, wenn du liegst, halt diesen Ständer halt. Präzision over 9000. Alter, da wird nur angemörsert. Man versteht schon nicht mal mehr, was sie sagen. Man versteht nichts mehr. Du hörst nur noch bum 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 und das durchgängig. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Wir haben Einsatzziel Albert. Ihr werft ja sogar die Soldaten irgendwo, die Granaten irgendwo hin. Das ist einfach nur ungespammt, das ist einfach nur pre-naden. Ich werf die Granaten in euer eigenes Gebiet rein, weißt du, geh ich zu den Reihen und irgendwie zum Laufen und auf einmal liegt da eine Granate und stänge bloß so. Wenn er die an die Wand wirft. Ich war bei der Brücke. Und der hat die links gegen neben die Brücke geworfen. Hab einen! Scheiße, ich brenn weg. Ich brenne nicht weg. Ey, es ist so sinnlos. Es ist nur ein Schnittgewerbe. Automatico. Ich spiele eigentlich Automatico. Wie konnte man im Zweikampf verlieren? Oben ist er noch zur Brücke. Ich versuche die irgendwie bei A anzugreifen, die kommen von hinten. Da habe ich irgendwie ein paar aufhalten können, nur ein paar. Wenn du bei B spawnst, spawnst du Richtung A-Brücke. Nicht A-Brücke, halt A-Gang. Das ist ein kleiner Pfad. Jetzt liegen die schon und campen. Wo das denn? Ey, der Sunny snipet mich aus Kilometer-Range weg, weil keiner checkt, dass der hinten bei unserem Punkt ist. Wir machen aber noch ein Ding. Wir schaffen noch eins zu nehmen. Die kommen jetzt von hinten. Hope for death, finde ich. Weil das so fucking eng ist. Ihr kriegt jetzt auch einen Panzerzug. Ja, in der nächsten. Oh, er campt da, er legt sich einfach mitten zu uns und liegt da irgendwo im Kram zu zweit. Wo? Unter der Brücke. Liegen zwei. Ja. Ja, bei euch. Alles klar. Ich hab grad einer bei euch. Ist gerade einer mit Hellriegel reingekommen. Hat schon Leute gehört. Kannst du wieder weg, Hellriegel? Oh, Mann. Komm hier. Ja. Weggewiped, ey. Granate. Ja, als Wegkamion ist es. Scheiße! Fucker! Gammeln und schießen, ey. Wer ist bloß die andere? Ich hab gegammelt. Einsatzziel Cäsar. Ich muss grad nachladen. Wer ist die andere Seite der Brücke hochgelaufen, hätte ich dich. Ich habe den anderen auf der anderen Seite gekillt. Oh, ich habe noch ein Anti. Jetzt habe ich noch einen gepanzerten Kit. Ich gehe zu B. Ich mach dich so fertig, Focke. Oh, ich ober C wieder.
Falk, wenn du das gehört hast, kommt C. Was mach, wenn ich überhaupt mal dahin komme, Leute? Nummer 1. Nur Nates gespammt werden. Nummer 2. Was ist denn hier los? Alles klar! Nur mal so zur Info, brauche ich schon irgendwie 5 Leute auf Dings. Wir müssen B halten. Wir haben jetzt B, wir dürfen nicht B verlieren. Wir haben die, das Bataillon, wenn die B nicht schaffen. Komm, komm, komm. Beide Giddy. Wir haben B. Giddy, ja. Nice! Ich habe einfach reingehalten und von wem war Schlag. Zweites Bataillon gekastet. Ja, ihr seid ja zu 5 hoch. Ich töte 2, dann kommt ein Trissor. Genauso in Panzerkit, ich habe irgendwie 4 erwischt und es waren immer noch 5 da. Ist einfach unmöglich, da alle wegzuholen. Vor allem, wenn alle anfangen zu schießen. Aber wir können noch gewinnen. Wir werden sehen, ob es beim nächsten Mal machen. Bis dahin, tschüss.